Ey, sag mir ein seriöses Callcenter, wo ich im Homeoffice abends um die Uhrzeit arbeiten kann. Das zeig mir bitte. Ja, wie, hä? Seriös, das Wort seriös Hier kennst du, oder? allein. Ja. Deutschland, mein Geld ist knapp, ich zock euch einfach ab. Ich habe mal eine Frage. Ja. Was soll diese Aussage von wegen, dieses Land hat es nicht anders verdient? Warum hat unser Land es nicht anders verdient, dass sich hier so benommen wird? Ich verstehe es nicht. Ja, also siehst doch mal an den einheimischen Rentnern. 5 Jahre lang arbeiten, kein Dank. Also ich finde, die haben auf jeden Fall das so verdient in eine Richtung. Kann doch nicht sein, dass du, Warum? ja, wie kann doch nicht sein, dass du als Deutscher 5 Jahre lang hier arbeiten gehst und dann keine Rente kriegst? Das, was dir versprochen wird, kriegst du nicht. Ja, okay, es war aber von dir eben auf was anderes bezogen. Auf was denn? Er sagte, er schämt sich für seine Leute, die hier nach Deutschland kommen und sich nicht benehmen können. Darauf hast du gesagt, ja, das Land hat es auch nicht anders verdient. Ja, ist doch meine Meinung. Ja, warum? Du bist doch auch in Deutschland. Geht's dir hier schlecht? Nee, aber nur weil ich doch hier lebe, heißt doch nicht, dass ich doch für das Land bin. Verstehe ich jetzt nicht. Nur weil ich. Ja, hä? Aber du benimmst dich doch hier oder baust du den ganzen Tag Scheiße und benimmst dich nicht. Ja, ich bringe Leute dazu, arbeitslos zu werden. Also ich benehme mich. Du bringst Leute dazu, arbeitslos zu werden. Ja, genau. Was ist das für, was ist das für ein Argument, hä? Wie war das für ein Argument? Also ich bringe Leute dazu, arbeitslos zu werden. Ist doch ein geiles Ziel, oder nicht? Also, glaubst du das, was du erzählst, oder machst du dich hier irgendwie nur Also lustig? ich heiße Herr Jobcenter und die Leute kennen mich ja schon und viele Leute werden wegen mir arbeitslos. Also ich finde, ich mache was Gutes. Verstehe ich jetzt nicht, was du jetzt von mir willst, Daniela. Heißt Herr Jobcenter, so, hä? Ja, was ja, Also, hä? Kennst du mich überhaupt? nö. Ja, also, ja, warum kommst du dann hier hoch, wenn du mich nicht kennst? Weil ich die Diskussion gerade zwischen dem, der hier drin war, und dir ganz interessant fand. Ja, und was triggert dich denn jetzt in der Diskussion? Erzähl mal, was hat dich jetzt genervt? Dass er sagt, er findet es nicht schön, wie manche Ausländer sich in Deutschland benehmen. Dass, wenn man hier lebt, sich benehmen kann, weil sonst muss man sich schämen dafür. Damit hat er doch recht. Finde ich nicht. Warum? Ich fliege auch nicht in die Türkei und benehme mich da scheiße. Hier kannst du doch machen. Wer sagt denn nein? Ja, wenn ich mich da nicht benehme, dann passieren mit mir da ganz andere Sachen. Da würde ich mich gar nicht trauen, mich nicht zu benehmen. Ja, und wenn man das doch in diesem Land machen kann, warum soll man sich das dann nicht trauen? Wenn doch machen? Ich will dagegen gar nichts machen, aber ich finde die Einstellung nicht okay. Ist so nicht schlimm. Jeder Mensch ist anders. Ich finde deine Einstellung auch nicht okay. Wieso, was ist denn an meiner Einstellung jetzt gerade falsch? Ja, du gehst doch bestimmt arbeiten. Was hat das jetzt, hä? Ja, Ja, erzähl nicht. weiter. Ja, du gehst arbeiten, ne? Nein. Arbeitslos. Ja, ich bin Mutter von einer 6-jährigen Tochter, die nur bis um 11:30 Uhr in der Schule ist, von 8 Uhr. Ach so, und deswegen bist du arbeitslos. Richtig, Und weil. abends auf TikTok rumhängen geht aber klar, ne? Könntest du jetzt nicht 2 Stunden Homeoffice arbeiten? Gib mir was, dann mache ich Ja, das. warum suchst du denn nicht? Was denn? Hier Homeoffice, warum gehst du nicht arbeiten? Warum diskutierst du mit irgendwelchen arbeitslosen Marokkanern auf TikTok? Du könntest doch arbeiten gehen. Ey, du stellst dir das so einfach vor, es gibt doch nichts. Es gibt nichts. Nee, Hey, es was? gibt. Kannst du. Es gibt jede. Überall gibt es Callcenter, wo du 3, 4 Stunden als Mutter arbeiten kannst. Laber keinen Kack. Stattdessen hockst du hier 3, 4 Stunden auf TikTok rum und laberst mich hier voll. Ja, woher willst du denn wissen, dass ich hier 3, 4 Stunden auf TikTok Wie? rumhänge? Ja, komm, ich bitte dich. Du fängst jetzt. Wir könnten das jetzt 1 Stunde diskutieren. Du wirst immer noch hier drin. In der Zeit hättest du 2 Stunden arbeiten können. Also, warum lügst du jetzt? Warum gehst du nicht arbeiten? Weil du keinen Bock hast, ne? Nein. Aber dein Kind schläft doch jetzt Kennst gerade. du mich? Nein. Ja, aber dein Kind schläft doch, oder Mein nicht? Kind schläft jetzt, Ja, ja. also, in der Zeit Ja, könntest lass doch es doch jetzt. schlafen. Ja, du könntest doch von 22 Uhr bis 2 Uhr Nachtschicht jetzt machen, Callcenter. 4 Stunden könntest du doch machen. Stattdessen bist du jetzt auf TikTok live und redest gerade. Ob du jetzt in dein Handy redest oder im Callcenter arbeitest. Also, im Endeffekt, Was soll ich verstehst im Call?
Was soll ich im Callcenter machen? Leute über den Tisch ziehen oder was? Nein, lieber auf TikTok. Irgendwelche Lottoscheine verkaufen. Nee, nee, lieber auf, ja, wenn deine Bildung so niedrig ist, dafür kann ich ja nichts. Wenn du nichts gelernt hast, ist ja nicht mein Problem, Daniela. Ey, sag mir ein seriöses Callcenter, wo ich im Homeoffice abends um die Uhrzeit arbeiten kann. Das zeig mir bitte. Hä? Ja, wie hä? Seriös, das Wort seriös ja, kennst du, oder? Allein, ja, natürlich kenne ich seriös. Ich meine, ich habe, wie gesagt, ist ja nicht schlimm. Damit meine ich nicht illegal, sondern legal. Also du könntest überall arbeiten, alle Telefonanbieter arbeiten bis 0 Uhr, Störungshilfe, Backup-Office oder was auch immer es da für einen Kack gibt, was man immer im Internet liest. Da gibt es tausende Jobs, gerade für Mütter, die nur also, abends können. Sorry, ich kenne mich nicht mit, was weiß ich, Microsoft, dies, das. Was hat der, also okay, also guck mal, also du willst mir gerade erzählen, Leute sollen sich in ihrem Land benehmen, aber du arbeitest doch selber gar nicht in diesem Land. Also trägst du doch nicht zu der Gesellschaft jetzt bei, oder? Ich habe gearbeitet, also steht es mir auch zu, mal nicht zu arbeiten. Genau, stattdessen lieber live gehen und mit fremden Männern reden über irgendwelche AfD-Sachen, ne? Wieso über AfD? Ich rede nicht über die AfD mit dir. Ja. Merkst du selber, oder? Ist doch egal, worüber wir reden, aber du verschwendest gerade deine Freizeit. Du könntest sie doch eigentlich besser gestalten. Ich könnte auch schlafen, ja. Ja, ja, normal. Wenn man nichts gelernt hat in der Schule, kann man halt abends nur schlafen. Ist ja klar, natürlich. Stimmt, du weißt nicht mal, wie alt ich bin und urteilst über irgendwas, wo du überhaupt gar keine Ahnung hast. Ich sehe dein Profilbild, du bist mir. Darum konntest du mit deinem Kollegen, der da eben vor mir drin war, auch nicht vernünftig reden, weil er dich mit Argumenten zubombardiert hat, die du nicht akzeptierst. Sagt mir eine Mami, die, wo das Kind jetzt gerade am Schlafen ist und die Mami hängt mit Zigaretten auf TikTok. Super Vorbild als Mami. Zigaretten vor allen Dingen. Was willst du denn von mir? Du bist mir? Mindestens doppelt so alt wie ich. Ach, was weiß ich, was du, wie alt 23, bist, du bist mindestens 40. Das war schön. Ja, guck, ich kenne solche Menschen wie dich. Du bist mindestens 40, du bist einsam, dein Mann hat dich verlassen oder du hast ihn verlassen und dein Kind schläft gerade. Du bist eine alleinerziehende Mutter, stimmt's oder stimmt's? Nö, stimmt nicht. Okay, was macht der Mann beruflich? Anscheinend mehr wie du. Nee, nee, anscheinend hast du gar keinen. Was hab ich nicht? Du hast gar keinen Mann, lüg nicht. Natürlich. Nein, 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 der Mann wird dir das auch nicht. Welcher normale Mann erlaubt dir, um 23 Uhr live zu gehen, hier auf TikTok und dann mit mir zu reden? Ich bin ein freier Mensch, ich kann auch hier noch nachts um 1 reden. Ach so, also redet dein Mann auch abends mit TikTokerinnen um 23 Uhr? Du, keine Ahnung, was weiß ich? Ach so, also kennst du deinen Mann gar nicht so gut? Nee, weil ich bin oben, er ist unten. Muss ich ihm Rechenschaft ablegen, was ich mache? Nee. Du bist oben, er ist unten? Also meinst du jetzt vom Abschluss her, Hauptschule und Real, oder wie kann ich das verstehen? Ein Haus hat 2 Etagen, oder? Ach so, er wohnt unten und du wohnst oben? Nee. Sondern? Ihr erklärst mir doch mal, Daniela. Ja, da habe ich keine Lust zu, weil es total unnötig ist. Ja, aber du bist doch jetzt gerade eh live. Dein Leben ist doch jetzt gerade eh unnötig, was du gerade. Dann erklärst mir doch nur. Ja, mein Leben ist nicht unnötig. Erklärst du es mir jetzt bitte? Nein. Warum? Ja, weil du gar nicht ablenken musst vom Thema. Welches Thema? Du sagst, dein Mann ist oben und du bist unten. Aber wie er ist oben und du bist unten? Hä? Steh ich jetzt nicht. Was laberst du? Hallo? Ja, ich muss dir keine Rechenschaft ablegen, ganz einfach. Ja, warum denn nicht? Dein Mann muss es doch auch nicht machen, aber mir kannst du es doch machen. Nein. Warum? Ich wollte nur mal wissen, wie man so eine scheiß Einstellung haben kann, dass man sich hier in einem Land, wo man lebt, nicht benehmen muss und wie man einen anderen Kollegen, der hier vorher drin war, so haten muss für seine Einstellung, die er hat. Und ich kann es nicht verstehen, wie man mit 40 Jahre ein 6-jähriges Kind, was schlafen geht und abends auf TikTok rumhängt. Das kann ich nicht verstehen. Ah ja. Du bist ja echt ein ganz toller Typ, ey. Du bist auch eine super tolle Mami. Um 23 Uhr auf TikTok rumhängen. Super, hammergeil. Tolle Mami. Also so eine Vorbild-Mami wünscht sich jeder. Ja, ist gut. Daniela, welche Zigarettenmarke rauchst du? Fairplay?